die Zusammenarbeit der Wissenschaft mit der Kultur über die Grenzen hinweg, und Wissenschaft wird von ihm, genauso wie von uns, als Querschnittsmaterial betrachtet, was alleine der Wissenschaft nicht immer selbstverständlich ist, nachdem sie die sich im Laufe der Zeit entsprechend aufgespalten hat. Nachhaltigkeit und die Zukunftserfordernisse machen es notwendig, ein neues Bewusstsein zu schaffen. Eine, wie er genannt hat, solidarische Ökonomie, anstatt heute die Ökonomie auf die Beine zu stellen. Und damit komme ich zu Daten von heute, wo ich eine kurze Gedanken dazu äußern darf, nämlich zur Frage Arbeit. Arbeit ist an sich ein alter Begriff, meiner Ansicht nach, der auch wissenschaftlich bis auf die Atomphysik zurückgeht, weil Arbeit ist nichts anderes als Übertragung der Physik, Energie von einem Körper auf einen anderen Körper. Und was dabei auffällt, ist, dass im Begriff der Arbeit, wie er physikalisch definiert ist, die Zeit kontrolliert wird. Das heißt, diese Problematik der praktischen Umsetzung der Arbeit wurde erst dann sozusagen geboren. Ich habe erst etwas nachgelesen, der Kantilismus als Arbeit, was die Zeit gekoppelt worden ist. Und wenn sie Arbeit mit Zeit koppelt, dann das, was wir als Leistung bezeichnen. Auch in der Physik. Und damit wird es zwangsläufig zum Problem. Es wurde dann richtig zum Problem, als die Maschinen entsprechend leistungsfähiger wurden und man versucht hat, den Menschen an die Maschinen anzupassen. Und diese Art von Lebensstruktur begleitet uns leider bis heute. In der Thermodynamik, und damit komme ich zur Frage des Franco Fehner, der sich mit der Evolutionstheorie beschäftigt und mit den Ursachen des Wachstums, so ist er auch entstanden, weil er wurde von Dennis Meadows übertrieben und auch mir gegründet, mit dem Slogan eigentlich, oder mit der Aufgabe, die Ursachen des Wachstums zu erforschen, ob denen der Klapperfrohn die Grenzen des Wachstums aufgezeigt hat. Und Arbeit ist heute einer der Haupttreiber für die Ausrede, permanentes Wachstum zu erzeugen. Weil die Ideologie vorherrscht, nur wenn Wachstum vorherrscht, gibt es Arbeit. Das hat es in der gesamten Geschichte der Menschheit bisher nicht gegeben. Auch die Evolution kümmert sich nicht in dieser Art und Weise um Arbeit, weil sie verrichtet permanent Arbeit, nämlich in dem Sinne, dass sie permanent etwas Neues, Besseres, Schöneres schafft. Der zweite Begriff, Werte, konnte ich bei Ivan Illich nachlesen, entstand eigentlich erst im 17. und 18. Jahrhundert, als man das Gute sozusagen durch den Begriff der Werte ersetzte. Und damit entsteht natürlich die Abkopplung der klaren Denkstruktur zwischen Gut und Böse, und man kann mit Werten positiv und negativ umgehen und auch zu einer Umwertung kommen, die im Endeffekt dazu geführt hat, dass bei vielen heute der Eindruck entstanden ist, dass die Menschen dazu da sind, um der Wirtschaft zu dienen, nicht umgekehrt, wie es selbstverständlich sein sollte. Heute haben wir ein Wachstum, das auf Ressourcenverbrauch und Kapitalakkumulation und allen daraus resultierenden Phänomenen endet, beziehungsweise besteht oder passiert, und dazu geführt hat, dass Systeme eingerichtet wurden, mit Hilfe technischer Maßnahmen natürlich, und der technischen Entwicklung, wobei die Elektronik und das Informationssystem eine wesentliche Rolle spielen, um abseits des sichtbaren Kapitalakkumulation bzw. Kapitaldiebstahl im großen Maßstab zu betreiben. Wir bezeichnen das als Finanzsystem bzw. als das Aufgebot zwischen den Reichen und den Armen, wobei das Ganze noch von neoliberalen Ideologie überlagert wird. Das Glück ist eine andere Geschichte, nämlich es gibt verschiedene Formen des Glücks. Es ist ein Glück, wenn man Arbeit findet, sagt man heute. Es gibt aber auch Leute, die sind glücklich, wenn sie nicht arbeiten müssen. Also wir haben hier sehr, würde ich sagen, schwer heraus ein definierbares Feld. Wir hatten schon einmal eine Veranstaltung ausschließlich zur Frage des Glücks, und die können Sie heute auch draußen die ehemaligen Berichte nachlesen. Ich darf zum Abschluss noch eine meiner Ansicht nach regulär fast zum heutigen Thema passende Erzählung wiedergeben, eines nepalesischen Schnitzers und eines amerikanischen Touristen, die Sie vielleicht kennen. Ein amerikanischer Tourist sieht vor einer Werkstätte eines nepalesischen Kurzbearbeiters und Schnitzers einen wunderbaren Stuhl, fantastisch geschnitzt, den er erwerben möchte. Er geht dann zu ihm und fragt ihn, ob er diesen auch kaufen kann. Sagt er, selbstverständlich kann er ihn kaufen, und was der kostet. Sagt er, der kostet $100. Sagt er, wunderbar, ich würde gerne
6 von diesen Stühlen haben, weil das sehr auspasst. Und der bietet immer, wenn 6 von diesen Stühlen schnitzen kann. Ich sage, dann kann er selbstverständlich machen, kein Problem, kann er machen. Sagt er, wie lange das dauert? Ja, sagt er, es wird schon länger als ein Jahr dauern. Und nach 1,5 Jahren kommt der amerikanische Tourist wieder nach Nepal, sucht diesen Schnitzer auf und stellt fest, der Schnitzer fragt ihn noch, bevor er geht, ob die Stühle genauso ausschauen müssen wie der, wobei der amerikanische Tourist sagt, die müssen alle genauso ausschauen wie der Stuhl, den er geschnitzt hat, weil er einen 6. Er kommt dann nach 1,5 Jahren dorthin, geht hin, Stühle sind alle fertig. Und er will bezahlen. Wir fragen ihn, dass er bezahlen soll, wobei er annimmt, dass er vielleicht einen Nachlass bekommt, weil er sich zwei Stühle geschnitzt hat. Und zu seiner Überraschung sagt der Schnitzer, das kostet 2.100 Dollar, nicht 600 Dollar. Er fragt ihn, er hat gesagt, ein Stuhl kostet 100 Dollar, warum er dann auf einmal so viel verlangt. Und er hat gesagt, er muss den Unterschied dafür bezahlen, dass er immer den gleichen Stuhl schnitzen musste. Und das war langweilig und Diebstahl an seinem Leben, an seinem Glück. Und deshalb hat er bei jedem Stuhl, den er zusätzlich schnitzte, einen Preis von jeweils 100 Dollar aufschlagen müssen. Das heißt, hier hat er sozusagen für das Unglück, den gleichen Stuhl schnitzen zu müssen, zu bezahlen gehabt. Das ist meiner Ansicht nach eine sehr interessante Geschichte, weil die uns den Aspekt Arbeit, Werte, Glück in einem vollkommen anderen Licht erscheinen lässt, über das koppelt mit Arbeit, Schönheit, Glück. Und das ist meiner Ansicht nach ein interessantes Spannungsfeld, das dieses Thema heute vielleicht auch etwas in eine andere Sicht begleiten sollte. Ich wünsche uns allen heute spannende Vorträge, interessante Diskussionen und dass wir am Nachmittag mit mehr aus diesem Saal hinausgehen, als wir hereingekommen sind. Wir brauchen den heutigen Tag.